Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Back to the Future The Game von WTOSS.de. Ich bin Thorsten von WTOSS.de und wir sind immer noch auf der Suche nach Arthur McFly, damit wir ihm die Vorladungen zustellen können. Und wir müssen Emmett Brown noch dabei helfen, hochprozentigen Alkohol zu kriegen. Und ich habe da schon eine gewisse Idee. Aber lasst uns einfach mal weiter vom Spielverlauf überraschen. Und weiter geht's. Go, 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 go. Und durch. Yes. Samstag, 13. Juni 1931. Ja. Nur Personal darf in die Küche. Wow. Okay, dann dürfen wir da also nicht ran. Die Pfeife. Okay, da ist einer unten, einer drin. Ja. Was? Schwingtür? Ach, da hat er ja was gegen. Fragen wir ihn noch mal. Was gibt's, Junge? Warum ist die Suppe in einem Fass? Weil sie sich vom Boden so schlecht schöpfen lässt. Oh, das ist eine sehr inhaltsreiche Ansage. Wow, ich bin richtig begeistert. Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Verleiht der Suppe vielleicht ein wenig Schärfe. Wird sie etwa kalt? Nein, ich meine sowas wie Chili-Pulver, muy caliente. Ganz schön taff, der Junge, was? Ehrlich gesagt, mag ich es auch scharf. Aber es muss auch dem gemeinen Volk schmecken. Komm schon, eine kleine Prise wird schon niemanden umbringen. Ach komm, eine kleine Prise hat noch niemandem geschadet. Mach mal rein, mach mal rein. Was macht Emmett dann wieder da? Okay. Hä? Gut, Emmett war ja die ganze Zeit mit uns in der Suppenküche. Sagen wir mal Biff, ob er uns vielleicht anstellt. Versaut alles unter Kontrolle, Boss. Yo. Ich höre. Und putzen wir ihm mal die Schuhe wieder. Warum darf sich der Finger vom Fuselverband nicht im Keller ihrer Suppenküche treffen? Wir haben andere Pläne für den Keller und das hat nicht unbedingt mit nüchtern bleiben zu tun. Ja. Hey, ich vertrete die Vereinten Stiftungen von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr Bedürftige zu verteilen? Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrenz zu machen. Was diesen Carl Sagan betrifft,
Er hat sicherlich nicht ihre Gemeinschaftsräume niedergebrannt. Pass auf, was du sagst, kleiner Schuhputzer. Etwas weniger quatschen und mehr polieren. Mhm. Na gut. Und? Das... Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. Das hat jetzt richtig viel gebracht. Vielleicht ist in den Überresten der Bahn noch was. Ich frage mich, wer der eigentliche Brandstifter war. Nee, da kommen wir also nicht drin. Da kommen wir auch nicht hin. So. Emmett braucht Alkohol für seinen Raketenbohrer. Ja. Es ist nur die Frage, Arthurs Vorladung. Die Nummer. Bringt uns jetzt mal so gar nicht weiter. Also wieder rein. Emmett ist auch natürlich wieder da. Gucken wir, was Emmett vielleicht noch eine Idee hat. Ja? Irgendeine Idee, wie wir an den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Ah, man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Mhm. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, ja. Emmett. Kids-Schläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Was? Haben Sie auch Fässer mit schwarzgebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Nun, ja. Ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse, richtig. Mhm. Ja. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ja, dann denk mal ein bisschen schneller. Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Ah ja. Warum ist sie so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Genau. Okay. Warte nur, wohin dich die Neugier bringt. Hey, was glaubst du, wo du hingehst? In die Küche? Nur Personal darf in die Küche, Schluckspecht. Eine sehr ergiebige Antwort. Leicht. Was gibt's, Junge? Was treibt einen so harten Kerl wie Kit Tennen in eine Suppenküche? Mr. Tennen erwarb die Suppenküche von den barmherzigen Schwestern, um seinen Ruf als respektables Mitglied der Gesellschaft wiederherzustellen, nachdem sein guter Name durch böswillige und heimtückische Taten von fehlgeleiteten Vandalen beschmutzt wurde, die seinen Geschäftssitz niederbrannten. Illegale Geschäfte mit Alkohol kann ich weder bestätigen noch verleugnen hier in der ist eine verdammte Suppe, Kleiner. Also, das war mal eine Suppenküche? Was meinst du mit war mal? Trotz kürzlichen Besitzerwechsels dient dieser Ort weiterhin der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Bedürftigen und Notleidenden. Ja. Und keinem anderen Zweck. Genau. Und Alkohol. Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Kommen wir da jetzt dran? Nein. Nur Personal darf in die Küche. Wow. Nein.
Ja, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Wie kommen wir denn da weiter? Jetzt kommt die nächste Lieferung. Hä? Fragen wir mal die Hinweise. Wow. Ja, bitte? Ja? Das haben wir schon. Küchentür. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. So. Emmett. Ja? In Ordnung. Ich glaube, ich weiß, in welchen Fässern der Fusel ist. Und worauf wartest du noch? Er wird mir nicht einfach so ein Fass geben. Natürlich. Nun, du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Also überlasse ich es dir, diesen Trottel dazu zu bringen, seinen Schwarzgebrannten herauszurücken. Ah ja. Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Mhm. Streng dein Hirn an. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ein Hebel, Hebel. Was könnte uns denn als Hebel dafür dienen? Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Aha. Was könnte uns denn als Hebel dienen? So, Heureka? Ja? Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Ja. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Mhm. Nicht schlecht, Doc. Nein, ich komme immer noch nicht durch. Aber wenigstens stehen diese Tische jetzt. Mhm. Denk mal, da müssen wir jetzt die Pfeife benutzen. Meine Güte. Okay. Da müssen wir jetzt ihn jetzt ein bisschen dazu bringen. Was gibt's, Junge? Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Ihn jetzt schräg zu stellen, dankeschön. Und jetzt die Pfeife. Ne? Jetzt ist er schräg. Ja. Hi. Ah, Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly.
Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Das sieht ich richte dem Boss ihre Grüße stark aus. Nach ich wette, das werden sie. Alkohol aus. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Okay, ja, dann gehen wir doch mal Edna hinterher. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo zum Teufel ist Edna? Reden wir doch mal mit ihr. Hey, Miss Strickland. Hallo, Mr. Crockett. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Okay. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Der muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden. Das Waisenhaus. Nein, mehr Suppe können Sie erstmal nicht gebrauchen. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Der muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden. Anstalt? Das Irrenhaus. Nein, zu viel Suppe macht Sie nur nervös. Och, man. Das ist ja wirklich jetzt Try and Error. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Der muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden. Also das Kinderfarm? Das Altersheim. Nein, Sie sollten schon lange. Mensch! Hä? Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst. Wirklich, muss es jetzt wirklich nur noch die Kinderfarm? Die Ranch der ungewollten Kinder. Nein, Sie haben Ihre Ration diesen Monat schon bekommen. Ich flipp gleich aus. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Der Finger vom Fuselverband. Ja, normalerweise versorgen wir den Finger vom Fuselverband mit Erfrischungen. Ich befürchte aber, Sie können sich heute Abend nicht treffen, weil Sie keine Örtlichkeit haben. Okay. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen, wie die Ihre. Wirklich? Mhm. Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Angebot hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Okay. Es müsste gleich losgehen. Ja. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Der Finger vom Fuselverband. Stimmt, Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment. Sonny! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Aha. Nein, das ist ausgeschlossen! Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Und sie lassen die Finger vom Fusel. Na gut. Aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja! Ich spiele mein Tambourin ganz leise. Tambourin? Ja, ganz leise. Aber was? Aber es ist nicht möglich! Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betrinken. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht! Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben.
stark. Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Aha. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emma. Aha. Es kann nur gut werden. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. So. Ja. Jetzt ist natürlich noch die Frage. Wo zum Teufel? Shark, der Film. Wow, sieht aus, als hätten sie einen echten Hai genommen. Schöne Absteiger. Okay. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Sag mal, sie bekommt ihren Anteil nächste Woche. Mach ich, Kid. Ich höre. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mein Fehler. Nee. Aber irgendwie... Ich brauche nichts aus dem Laden und ich habe auch kein Geld. Aber irgendwie muss das zusammenhängen. Irgendwie muss das doch zusammenhängen. Mit Kit. Alle sollen wissen, dass niemand Kit Tennants Eigentum niederbrennt. Ich sag es allen, Boss. Ja. Ich höre. Da putze ich mal weiter die Schuhe. Wegen Arthur McFly. Ja. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist. Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Hey. Noch eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer? Ich behalte meine Erdnussschale. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Ich könnte schon ein paar Erdnüsse vertragen. Hast Glück, dass ich gerade in Geberlaune bin. Oh ja. Du bist in Geberlaune. Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Was hast du getan? Ja? Kittenen mal wieder. Emmett. So, ja? Niemand hält Kit Tennant zum Narren. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Die Szenen sind mir aus den ganzen Filmen bekannt. Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. So, jetzt haben wir den Hut. Ja. So. Hilf Emmett, Unterlagen an McFly zu stellen.
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, dass der im Friseurladen ist. Oh? Hey, kann ich etwas Schaum haben? Wonach sieht das hier aus? Nach einer Jagdhütte? Guck mal, kommen wir da jetzt rein? Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Okay, dann gehen wir mal ins Inventar und dann gucken wir uns den Hut mal ein bisschen genauer an. Mein Großvater ist vielleicht etwas schwächlich, aber sein Hutgeschmack ist ausgezeichnet. Wow. Wow. So. Ich habe eine Idee. Wir probieren mal. Wie gesagt, wir haben ja die Vermutung, dass Arthur McFly in dem Friseurladen ist. Weil sonst wird sich Kit Tennant nicht die ganze Zeit darin davor aufhalten. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Hut und gehen in den Friseurladen. Weiter mit Arthurs Hut. Ah! Okay, try and error. Das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Ah. Nächsten Hinweise. Ein Objekt benutzt. Ach! Ich habe jetzt keine Lust, Biff in die Hände zu laufen. So, wo ist Einstein? So. Objekt benutzen. Und Einstein. Hey, Einstein, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Mhm. Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Okay. Hill Valley Apartments. Ha, déjà vu. So, dann gucken wir mal. Ja, aha. Wer ist da? Arthur McFly. Ich weiß. So, reden wir mal mit ihm. Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Mhm. Entschuldigung, ein andermal. Probieren wir es nochmal. Ja. Was nun? So, dann Objekt benutzen, weil wir müssen ihm ja den Hut wiedergeben. Wir müssen jetzt nicht, aber. Zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Das kann. So, nochmal. Das ist nicht nötig. Arthur ist schon da. Ja, gut. Will mich hier jemand veräppeln? Was nun? Okay, also Spiel reagiert dann auch, wenn man jetzt... Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum?
Okay, also das Spiel akzeptiert, sobald eine gewisse Zeit abgelaufen ist und es ist nichts passiert mit der nächsten Spielfigur, dann wird automatisch abgebrochen und die Spielfigur geht dann wieder zurück auf Ausgangsposition. Ja. Ich bin Ihr Enk, der Großneffe Ihrer Mutter. Sie meinen meinen Großcousin? Ja. Schön, Sie kennenzulernen. Aber ich darf das Haus erst verlassen, wenn mein Boss es erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Entschuldigung. Ein andermal. Ja. Reden wir doch mal mit Emmett. Kann ich helfen? Vergiss es einfach. Nächste Runde. Vielleicht klappt's jetzt. Vielleicht. Ich hoff's. Was nun? Was nun? So, jetzt gucken wir uns mal die Optionen durch. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir sind verwandt, hat nicht wirklich was gebracht. Ein Paket hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung. Ein andermal. Also, das ist wirklich komplett Try and Error. Das ist zwar schön Point and Click. Was nun? Aber Try and Error ist nervig. Tut mir leid. Try and Error ist wirklich nervig. Warum? Auch wenn ich jetzt wirklich auch genau wissen will, wie es weitergeht, aber trotzdem. Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein. Aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung. Ein andermal. Hä? Wie jetzt? Also da komme ich jetzt gerade mal gar nicht mit klar. Wir haben jetzt versucht, Emmett auf verschiedenen Art und Weisen mitzuteilen, dass er seinen Arsch runter bewegen soll. Darf er nicht, weil er darf ja nicht nach Hause. Beziehungsweise darf er nicht vor die Tür, solange Kit Tennant nichts gemacht hat. Es hat nicht geklappt, dass wir ihm ein Paket zustellen konnten. Es hat nicht geklappt, dass wir verwandt sind. Es hat nicht geklappt, dass wir vom Gericht sind. Und es hat auch nicht geklappt, dass es eine wichtige Mitteilung ist. Hä? Ich würde jetzt so spontan sagen, an der Stelle machen wir eine Pause. Dann überlege ich mir für die nächste Folge definitiv irgendwas wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da und guckt euch natürlich auch gerne bitte die anderen Videos von wtoss.de an. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich hätte besser machen können. Natürlich auch Lob, keine Frage. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.